Oh, dass das jetzt direkt zusammenhängt. Ich habe auch endlich mal eine Spur hier. Also meine Route hier. GPS, genau. So, hier haben wir den schön in die Luft gejagt. Das ist gut. Ja, da konnte ich jetzt auch nicht viel tun. Hier auch nicht. Ja. Es kommt auch davon, dass man alles hier auf die Stealth-Art und Weise machen will. Manchmal sagt das Spiel einfach, nö, das geht aber nicht jetzt, ne? Boah! So, komm. Ups. Okay, da kommen wieder die Ruckler zurück. Die von mir so fast sind. Alter. Ich hoffe mal, das bringt mir wieder keine Probleme. Gut. Ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Ja, ich verstehe, aber... Ja. Aber... Ist hier unten? Okay. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Oh. Ich glaube, hier könnte ich ein paar Probleme bekommen. Nacktheit wird auf YouTube nicht gern gesehen. Beziehungsweise Nipples. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Kommt sie? Kommt sie? Ist ehrlich, ich will das wissen. Ich will, dass den Club unauffällig. So wie ich ihn betreten habe. Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Ich verstehe.
verstehe nicht ganz, warum die nicht... Tu mir einen Gefallen. Oh. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Okay. Oh. Oh, lol. Ah, geiler Wagen, ey. Der gefällt mir richtig, richtig nice. Gefällt mir richtig nice. Ich finde ihn richtig nice, meine ich natürlich. Verbrecherkonvoi gerade nicht. Hier? Ah, hier. Ist ein richtig, richtig schnittiger Wagen. Okay, jetzt habe ich ein fettes Problem. So, geh mal aus dem Weg. Der Wagen hält aber einiges aus. Das weiß ich wegen, ja, meinem Fahrstil, ne? Ich glaube, den muss ich mir gleich mal in diesem Menü kaufen. Dass der mir immer schön geliefert wird. Ah. Oh lol. Ich glaube, da geht die Motorhaube ein bisschen auf. Das ist natürlich nicht so cool. Hier mal zwischendurch. Am Ende der Stadt. Ja, okay. Ich glaube, so geheime Treffen kann man nicht einmal mal so im Ballsaal hier veranstalten. So, weg da. Crispin kommt an. Ah! Na, am Hafen. Das ist natürlich schlau. Da sehe ich schon die schönen Wagen. Irak ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Jetzt brauche ich einen Parkplatz, ja? Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. So. Ich frage mich, ob sich irgendwas verändert hätte, wenn ich die, Dingens nicht getötet hätte, die, die Wachen von dem. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ja, euch ist klar, das ist ja schon ein bisschen mehr als die kleine Pistole hat. Ja. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von ihrem Wunsch. Keine Sorge. Siehst hier. Ich mache sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Oh. Bin schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Oh. Habt ihr nicht gesehen? Hey,
Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Alter. Siehst du die ganze Kohle in dem Laden? Okay. Diese Käuferliste behältst du erstmal. Dann können wir damit ein bisschen Geld machen. Was ist das da? So. Babu. Oh Mann. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Ich guck lieber nicht hin. Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei Irak. Alles klar, hinten rum. Irak, du dreckiges Stück Scheiße. Alles ist in Ordnung. Jo, der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Von jedem. Und wenn's absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Traurig ist ja sowas, gibt es ja wirklich. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind verschwunden. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Es darf gebrochen werden. Ein Eröffnungsangebot. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welcher ist das, da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Ein Eröffnungsangebot. Nicht nachzugeben. Letzte Chance. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Weiter zum nächsten Objekt auf diesem Tablet. Es darf gebrochen werden. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin. Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo. Ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich höre, wie sie mit Crispin sprach. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke Hilfe. Ein nächtlicher Raub bei einem Autohändler hat einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. So, du bist tot, mein Freund. Diese haben den Alarm umgangen und sogar Überwachungskameras manipuliert.
runter springen. Okay, ich muss schnell raus. Hier komme ich nicht rüber. Shit. Es ist hier so dunkel, ey. Bei der mich eigentlich hätte sehen müssen, ne? Ah, gut. Ich versuch's da hinten. Neue Befehle. Iraq will, dass Christian gefunden wird. Er darf die Auktion nicht verlassen. Wählen Sie. So. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. So.